Herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Videoserie über die Linux-Infrastruktur. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen YAML-Repository auf eurem Infra1-Server installieren könnt. Dazu habe ich den IPA1-Server hochgefahren und diesen Infra-Server. Und auf diesen Infra-Server werden wir jetzt dieses YAML-Repository installieren. Dazu brauchen wir beide CentOS-DVDs, DVD1 und DVD2. Und die binden wir uns nacheinander kurz ein in diesen Server. Warum machen wir das? Weil wir diese CDs direkt auf die Festplatte, oder diese DVDs direkt auf die Festplatte kopieren wollen und dann von diesen DVDs lokal ein YAML-Repository bereitstellen wollen. Ich mounte mir also jetzt mal zum Beispiel die erste DVD hier in meine virtuelle Maschine rein und dann habe ich die zur Verfügung und kann die dann kopieren. Jetzt haben wir in den letzten Videos schon einen Ordner erzeugt, der heißt Data Repo. Und der hat jetzt noch keinen Inhalt. Und da machen wir uns jetzt mal zwei Ordner rein, die heißen DVD1 und DVD2. Und was wir dann gleich machen werden, ist den Inhalt dieser DVDs in den entsprechenden Ordner rein zu kopieren. Das mache ich, indem ich zunächst mal mit mount-t ISO 9660 hier das Gerät dev CD-ROM mounte, zum Beispiel nach Media. Oh, das ist natürlich schreibgeschützt, das stört uns ja auch nicht. Und jetzt können wir zum Beispiel diese DVD1 mal kopieren, indem wir einfach diesen Media-Ordner hier rekursiv mit Sternchen kopieren. Und zwar in den Ordner DVD1 rein. Das dauert ein paar Minuten und wir warten. Nachdem jetzt die erste DVD fertig kopiert ist, können wir jetzt die zweite DVD mounten. Dazu müssen wir uns erstmal in der virtuellen Maschine die eben ausbinden. Bam, hier ist es. Und dann gehen wir wieder in unsere virtuelle Maschine hier rein und sagen, wir wollen die DVD 2 haben. Klicken wir da auf OK und wiederholen das Ganze. Natürlich mounten wir die DVD 2. Okay, das können wir auch wieder nach Media mounten, aber wir kopieren natürlich diesen Inhalt jetzt mal nach DVD 2. Das dauert auch wieder kurz und bis gleich. Die zweite DVD ist jetzt auch komplett kopiert. Also, wir haben jetzt zwei Ordner, die in etwa so aussehen, mit dem Inhalt der entsprechenden DVD. Alles drin, was wir brauchen. Wichtig ist, dass diese Datei mit diesem GBG-Key hier existiert und natürlich der ganze Inhalt. Weil wir die gleich noch alle brauchen. Okay, nachdem wir jetzt diese Dateien zur Verfügung haben, können wir uns noch einen Apache Webserver installieren und zwar mit yum install httpd. Und wenn man den bereits hat, dann ist das alles kein Problem. Dieser Webserver, der stellt dann für uns unser Repository bereit und unsere Clients können dann dieses Repository erreichen über einen HTTP-URL. Okay. Ich habe das natürlich schon mal gemacht. In den meisten Fällen erstellt dieser Apache Webserver eine eigene Firewall-Rule und da muss man nichts mehr dran rumhantieren. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kann man sich eine eigene Firewall-Rule erstellen mit iptables-nhttp zum Beispiel. Und diese neue Regel, die kann man dann in die Input-Chain einfügen, also in die Kette, die für die eingehenden Pakete für Arbeit verantwortlich ist. Das macht man dann so, zum Beispiel an Position 5. Das ist in der Regel die richtige Position, solche Regeln einzufügen. Kann man dann diese Chain Input einfügen. Und anschließend, wenn man das gemacht hat, kann man in die Input Chain HTTP, die man gerade erzeugt hat, eine neue Regel erstellen mit so, indem man sagt, das Source Network 1.0 Subnet 24 Protokoll TCP. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eine -- Destination, die Destination Port natürlich 80 und eine Aktion Accept. Es gibt dann auf dem TCP Port 80 die eingehenden lässt dann diese eingehenden Pakete zu. Und das kann man natürlich auch mit 443 noch machen, aber brauchen wir im Moment also nicht. Ich habe das schon mal gemacht und von daher brauche ich das nicht mehr auszuführen.
Anschließend muss man natürlich noch sagen IP-Tables, Quatsch, Service IP-Tables Safe, damit diese Firewall-Regeln auch angewandt werden. Und jetzt haben wir eigentlich soweit alles vorbereitet für diese Basiskonfiguration. Jetzt müssen wir in unserer Apache-Konfiguration noch eine Kleinigkeit einstellen. Wir haben jetzt diese Ordner auf den Server kopiert und die sind auch generell ja, irgendwie erreichbar. Allerdings weiß der Apache ja noch nichts davon und deswegen müssen wir in unser httpd, in dieser httpd-conf-Datei ganz unten am Ende zwei Blöcke einfügen. Und die sehen dann so aus, wir haben hier ein Alias slash dvd1 und dieser Alias dvd1, der deutet auf diesen internen Datenpfad sowieso, Data Repo dvd1, und da erlauben wir für diesen Ordner einen Index. Das gleiche machen wir für diese dvd2, der deutet dann nach Data Repo dvd2 und die erlaubt auch wieder den Index. Das ermöglicht es uns dann, in diesem Repository über den Browser durchzublättern. Das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Und anschließend speichern wir diese Datei ab und starten den Apache mit Service httpd restart kurz durch. Jetzt können wir endlich unser Repository auch anlegen. Das ist an sich sehr einfach. Ich habe das auch schon mal vorbereitet. Wir öffnen einfach mit dem Editor unserer Wahl diese Datei etc/yum/repos.d und dort können wir uns in diesen Ordner neue Repository-Dateien anlegen. Die müssen oder sollten mit .repo enden, zum Beispiel foo.repo oder meinrepo.repo. Ich habe das mal labs.repo genannt und die sehen wir uns jetzt mal an, diese Datei. So eine Repo-Datei beginnt immer mit einem Entschuldigung, mit einem Repo-Namen in eckigen Klammern. Anschließend braucht man hier so einen Name oder sollte man seinen Name vergeben, um das Ganze ein bisschen sichtbar zu machen, was denn auch dieses Repo genau zur Verfügung stellt. Dann hat dieses Repo verschiedene Base-URLs oder auch nur eine, das kann man sich selbst überlassen. Und diese Base-URL ist jetzt in unserem Fall die HTTP-Adresse dieses Servers hier mit diesem gerade angelegten Alias /dvd1/dvd2. Dieses Repo ist enabled 1 und wir machen auch einen GPG-Check, damit jedes Paket auch auf seine Authentizität überprüft werden kann von den Clients. Und dazu setzen wir diese Option auf 1 und dafür benutzen wir den GPG-Key, der von der CentOS-DVD kommt und der steht auch ebenso über dieses über diese Repository natürlich bereit und kann auch ganz normal gelesen werden. Wir können dann diese Datei entsprechend abspeichern und haben jetzt eigentlich schon alles, was wir brauchen. Um das Ganze zu testen, können wir auch direkt auf dem Server das ausführen, indem wir jetzt zum Beispiel yum install elinks oder ein anderes Paket nehmen. Und dann sehen wir Folgendes. Hier oben bei Load Mirror sehen wir, da gibt es ein Infra-Repo, das kommt vom Server infra1.labs.local. Und das wird dann hier für die Installation benutzt. Wenn man jetzt nur sein eigenes Repository benutzen will, dann hat man auch die Möglichkeit, in diesen Ordner etc/yum/repos.d reinzugehen und dort einfach alle anderen Repositories, zum Beispiel die von CentOS mit Sternchen, zu verschieben. Ich verschiebe die mal kurz in meinen Root. /root meine ich. Und dann, wenn ich diesen Befehl jetzt nochmal ausführe, dann sieht man eben, okay, jetzt wird nur noch dieser Mirror von infra1labs.local benutzt und die Installation sollte trotzdem funktionieren. Und, ne, die funktioniert nicht, weil wir insufficient space for download directory haben. Aber da ist jetzt das meine Schuld und es ist erschreckend, dass wir so wenig Space frei haben. Aber gut, prinzipiell funktioniert dieses Repository und ich zeige euch mal eben, wie das aussieht, indem ich hier den Firefox öffne und mal auf diese URL navigiere. Das ist jetzt die IP206. Hier sieht man, dass da ein Webserver drauf läuft. Und wenn ich jetzt /dvd1 eingebe, dann sieht man, dass den Inhalt von dvd1 anzeigt und hier ist auch dieser Key. Und hier drin unter Packages sind dann diese ganzen Packages zu finden,
die dieses Repository bereitstellt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit DVD-2, das ist ein bisschen weniger drin. Die DVD ist auch nicht so groß, aber man sieht einfach, es funktioniert. Und wenn ich jetzt diese .repo-Datei, diese labs.repo-Datei auf einen Client zur Verfügung stelle oder dem das bekannt mache, dass dieses Repo gibt, dann kann der auch von diesem Repo entsprechenden Files installieren und alle sind glücklich. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns im nächsten Video.